Cem Özdemir ist bei uns Bundesvorsitzender der Grünen. Herr Özdemir, Sie sind seit Ihrer Jugend bekennender Vegetarier, stehen bei der Ice Bucket Challenge aber neben einer Hanfpflanze. Ist denn Kiffen weniger schlimm als der Fleischverzehr? Also erstens, Vegetarismus verordne ich niemandem. Das ist eine individuelle Entscheidung. Das muss jeder für sich entscheiden, was ihm schmeckt oder was ihr schmeckt. Meine Frau ist beispielsweise Flexitarierin. Das heißt, die isst weniger Fleisch, aber das ganz bewusst. Also es muss dann Biofleisch, ein qualitativ hochwertiges Fleisch sein. Und was das Kiffen, Rauchen, Trinken angeht, auch das muss jeder für sich ausmachen. Ich selber halte da eher mit Abstinenz, was das Kiffen angeht. Ich bin Nichtraucher. Ziel sollte natürlich eigentlich sein, dass Jugendliche in der Schule lernen, dass man auch ein Leben mit möglichst wenig oder gar keinen Drogen führt. In der zweiten Klasse waren Sie in der Gruppe mal ein Krokodil. Wenn Frau Merkel der Hai wäre und Sie das Krokodil, warum haben Sie als Krokodil mehr Biss? Leben Haie und Krokodile im selben Verbreitungsgebiet? Ich glaube nicht. Ich glaube, in der Realität begegnen die sich relativ selten. Ich weiß nicht, wer mehr Biss hat. Ich meine, wir versuchen ja als Opposition Biss zu haben. Das Problem ist nur, die machen uns halt das Leben so schwer, weil die streiten sich wie die Kesselflicker. Dann ist natürlich für die Schwäbische Zeitung viel interessanter, wenn der Gabriel sich despektierlich äußert über den Seehofer, der Seehofer wiederum über die Merkel und der ein oder andere CDUler dann wieder über die CSU. Da können wir nicht mithalten. Sie waren früher Erzieher in einem Reutlinger Jugendzentrum. Bei was muss Sie denn Ihre Frau manchmal noch erziehen? Was Ernährungsgewohnheiten angeht, sie ist wie gesagt aus Argentinien. Die haben es natürlich eher mit dem Fleisch, aber wir sind ja relativ tolerant miteinander, was die Akzeptanz angeht von unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten, unterschiedlichen Musikgewohnheiten. Das passt ganz gut zusammen. Wir haben sogar mittlerweile eine Art Küchentheologie entwickelt für die Kinder. Ist ja auch nicht ganz einfach, wenn man Kinder hat. Und wir erklären das immer so, dass der Mohammed und der Jesus, dass die im Paradies oder wo auch immer gute Freunde sind, auf uns alle runterschauen und sich granatenmäßig ärgern darüber, wie hier das Bodenpersonal sich zum Teil verhält. Sie leben mittlerweile in Berlin. Mit welchem schwäbischen Satz macht man sich sogar in der Hauptstadt beliebt? Also mir rutscht immer so und so ist noch auch wieder raus. Dann gucken immer alle etwas komisch. Ich sag mal was, womit man sich nicht beliebt macht, aber was ich einfach unglaublich gern sage in Berlin. Und zwar auf die Frage, warum so viele Schwaben da sind, sage ich immer, wir wollen halt schauen, was mit unserem Geld passiert. Sie können sich die Gesichtsreaktion immer in Berlin vorstellen, aber es macht einen Heidenspaß, wenn man zu Berlinern manchmal sagt, ich bin hier, um zu schauen, was mit meinem Geld passiert.